Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie. Und bevor ich mich jetzt in den Urlaub verabschiede, möchte ich euch noch diese kleinen Kaffeetässchen zeigen. Ich habe sie mit einer kleinen Leckerei gefüllt, einem kleinen Schokolädchen, einem Küsschen. Und hier oben, wonach sieht das aus? Also ich habe mir gedacht, das sieht ganz nett aus, wenn da oben was rausguckt. Und das sieht doch so ein bisschen aus wie Milchschaum, oder? Also ich fand das ganz nett mit diesen schwarz-weißen Tässchen. Das hier ist kein Teebeutel, sondern einfach, ich habe das zwar aus dem Produktpaket Teeliebe genommen, aber es ist einfach nur ein kleiner Anhänger, den ich an den Henkel von der Tasse gepackt habe. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie ihr diese kleinen Tässchen ganz schnell machen könnt. Und zwar braucht ihr ein Stück Designerpapier. Ich habe das Designerpapier schwarz-weiß genommen, aus dem Jahreskatalog. Und auf der einen Seite habt ihr Blumenmuster, auf der anderen Seite so ein grafisches Muster. Ich liebe ja Punkte und Streifen und mag das total gerne als Basis. Und genau, ihr braucht auf jeden Fall ein Stück Designerpapier in den Maßen 13 cm mal 7 cm und den Papierschneider. Und dann legt ihr die kurze Seite an bei 1,5 cm und falzt. Dann dreht ihr das Ganze rum und falzt bei 2 cm. Wenn man es jetzt auf der einen Seite 1,5 hier und 2 cm hier, dann sind das bei, also bei 1,5 und bei 5 cm. So, wenn ihr es von einer Seite macht. Ich mache es lieber von beiden Seiten. Ja, geht ein bisschen einfacher. So, jetzt, egal wie ihr es jetzt auf der langen Seite anlegt, da legt ihr es bei 2 cm an und falzt in 2 cm Schritten. Also 2 4 6 8 10 und 12. So, das können wir jetzt weglegen. Und jetzt falzen wir das oder falten wir das erstmal nach. Ich sage es jedes Mal falsch. So. Einzelnen Falzlinien nachfalten. So, dann sieht man nämlich auch besser, wo man einschneiden muss. Das hier ist die dünne Lasche, diese 1 cm Lasche. Da schneiden wir jetzt, also ihr legt es so vor euch, dass diese 1,5 cm oben sind und die 2 cm unten. Das heißt, der schmalere Streifen ist oben und der breitere unten. Dann schneidet ihr von dem breiteren diese Klebelasche ein. Das heißt, wir brauchen nur noch den Teil, diese beiden Spalten sozusagen, Zeilen. Ja, rein, wie auch immer. Genau, und das hier ist der Boden und den schneiden wir jetzt an den Falzlinien ein bis zur Falzlinie. Genau. So. So. Jetzt nehmen wir Kleber. Ich nehme den Stampin' Seal. Der ist tatsächlich echt super. Und es ist hinterher so, also wir knicken das hier um. Und dann soll diese Klebelasche letztendlich hier reingesteckt werden. So. Dann sieht man nämlich innen drin nicht die Klebelasche. Einheitlicher. Und damit wir das hier noch reinstecken können, hier, können wir nicht bis zum Schluss zukleben. Das heißt, wir fangen hier erst an der Mitte an. So. Und rollen bis dahin. Dann können wir das nämlich hier schon hinkleben. Und dann packen wir hier auf die Klebelasche drauf. Bin ich ein bisschen über den Rand gegangen. Drehe ich das mal ein bisschen um. Und dann können wir das hier nämlich so reinstecken. Ach so, nee, doch, ist richtig. Wir haben ja auf dem Rest der Klebelasche auch Kleber. Und jetzt einfach nur festdrücken. Und das
war es im Prinzip schon. Jetzt müssen wir nur noch den Boden festkleben. Dafür nehme ich mir schon eine Lasche nach unten und auf die anderen packe ich mir an die Seite Kleber. So weiß ich, na, das will er nicht. Will er jetzt nicht. So, jetzt hat. Da, so weiß ich, dass ich eine auslasse mit Kleber, die brauche ich ja nicht. Und jetzt klebe ich eins nach, also das ist die, wo kein Kleber drauf ist. Und jetzt packe ich die mir alle hier so rund, leicht erstmal zusammen, damit ich hier noch verschieben kann, dass ich die Form noch ein bisschen, mit der Form noch ein bisschen spielen kann, dass es schön gleichmäßig ist. Ihr wisst, was ich meine. So, und wenn es das noch nicht ist, dann kann man das noch mal so ein bisschen anpassen. So, ich denke, so passt es. Ja, so ist es recht regelmäßig. Dann drücke ich das von innen noch mal fest. Und da ich da Seidenpapier reinpacke, brauche ich jetzt auch nichts, was das unten noch bedeckt. So, das heißt, ihr seht, wie schnell das Ganze fertig ist. Hier ist die Klebelasche. Das heißt, ich packe mir jetzt muss ich wieder gucken, wo ich mein Zeugs hingetan habe. Hier. Jetzt habe ich noch einen kleinen Streifen weißen Farbkarton. Und der hat die Maße 0,7 cm, ist der breit, und 6,5 cm lang. Und da nehme ich mir jetzt das Falzbein und falze mir hier schon die Rundung rein. So. Und dann hier unten nochmal in die andere Richtung. Und das funktioniert am besten mit Klebepunkten. Das heißt, da kommt der auf die Seite. Und auf der anderen Seite kommt er innen hin. So. Da können wir jetzt den hier hinpacken und hier unten hinsetzen. Und fertig ist schon das kleine Tässchen. Jetzt habe ich mir hier so Seidenpapier genommen, ein Küsschen reingepackt und drapiere mir das hier so ein bisschen zurecht. Sieht das tatsächlich so aus wie ein bisschen Milchschaum. Dann habe ich hier noch das Herzerl. Das ist aus, aus welchem Set ist das jetzt? Muss ich nachgucken, schreibe ich euch unten drunter. Das sind auf jeden Fall so eine Reihe vierer Herzen. Die sind alle gleich groß und mit einem Mal stanzen kommen vier solche Herzen. Die nehme ich total gerne her. Die sind echt schön. Korb voller Freude. Nee, sowas in der Richtung. Ich gucke aber nochmal nach und schreibe es unter das Video oder in die Untertitel. Genau. So, das war es schon fast. Jetzt habe ich hier noch das kleine Schildchen. Das packe ich mir hier rum. Und binde mir das hier noch fest. Jetzt muss man nur noch eine schöne Schleife zaubern. Zurechtzuppeln und fertig. Fertig ist das Ganze. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den kleinen Tässchen. Die machen sich doch auf jeder Kaffeetafel nett. Wenn man Besuch bekommt oder als Gastgeschenk, sind die wirklich schnell gemacht und sehr süß, finde ich. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald. Ciao!